Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindhub at Portia. Wir spielen weiter und die Versammlung startet binnen einer Stunde Ingame-Zeit und die Leute haben sich hier schon versammelt und wir stellen uns direkt hier hin und warten nochmal genüsslich die paar Sekündchen, bis es startet und mal gucken, was dann passiert. Man muss sagen, der Brunnen ist echt nervig. Aber da müssen wir jetzt leider durch. Good evening, everyone. We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. They're dangerous. I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. We all know what a panbat infestation's like. Sometimes I wish we had a tank. In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. A builder has already been picked for this project. Also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. What? How come I didn't hear about the bridge? When was this? Oh, now I finally get to fish there. He's asking for money again. Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Let's all give a warm welcome. War's das? Das ist alles für alle. Okay. Ja. Warte. Hier war ja gar nichts. Gut. Übungsschwert. Würde ich vorerst nicht machen, würde ich sagen. Wir können eine. Genau dafür brauchten wir die. Und Kupferbahn. Die war für eine Quest, ne? Ja, okay, let's go. Ja. Okay. Gehen wir die eben noch schnell ab. This is one wicked looking rod. Thanks a bunch, mate. Here, I have some extra bait. Maybe you'll enjoy fishing as much as me. Wow. Als hätte ich nicht genug Raupen. Egal, aber dann haben wir erstmal die ganzen, also ein paar der Quests schon mal gemacht. Ich gucke nochmal kurz ins Handbuch, wie weit wir die Brücken schon machen können. Kupferrohr, soll alle mal Materialien umbearbeitet wie in der Schleifmaschine. Ja, dann brauchen wir jetzt eine Schleifmaschine. Ich habe gar keine. Schleifmaschine, mal gucken. Schleifmaschine. Dafür brauche ich 2 Schleifsteine, 10 Steine und so ein paar Teile und 3 Kupferbahnen habe ich nicht. Super. Ja, dann müssen wir bald wieder eine Minentour machen. Das Spannendste im ganzen Spiel. Hahaha.
Aber wir packen erstmal unsere Errungenschaften ein. Und ab geht's in die Haya. Ab geht's in die Mine, aber erst lesen wir hier, was hier Sache ist. Von Donna. Ich bin Donna, der Hüter der Baumschule von Portia. Der letzte Sturm hat einen Teil unserer Zäune weggeweht. Bis das behoben ist, haben wir geschlossen. Also musst du mir helfen, also so schnell wie möglich zu reparieren. Wir brauchen 5 Holzbretter. Vielen Dank. Liebe Bürger, der jährliche Portia-Angeltag findet diesen Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, bring Geduld und deine Angelroute mit und registriere dich. Rathaus. Okay. Holzbretter wollte der jetzt von mir, ne? Ach, um die Sachen zu craften, brauche ich die ja gar nicht im Inventar, ne? Dann rein damit. Wie machen wir Holzbretter? Ah, nicht da hoch, da. Genau. Brauchen wir dafür bestimmt das da, ne? Oh, Gottchen. Gut, okay. Fangen wir erstmal an, die Schleifmaschine zu machen. Wir brauchen 3 Kupferbahnen. Die hätten wir sogar. Habe ich eben gesehen. Und 2 Schleifsteine, die gehe ich mal eben machen. Dann hole ich noch mal kurz die anderen Sachen. Dafür brauchen wir die hier. Stein brauchen wir. Oh Gott, was ist das dritte? Ich nehme mal die Bretter mit. Da war irgendwas noch. Ah ja, diese rostigen Teile hier.
Genau, Kupferbahn, zwei Stück brauchen wir davon. Okay, Bronzerohr brauchen wir. Oh Gott, ja, das wird. Genau, Kupferlänge. Ja, dafür brauchen wir eindeutig noch Kupfer. Gut, und die andere Maschine, was braucht die? Kupfererz und Kupferbahn, okay, beides. Ach so, nee. Steinziegel brauchen wir und Kupfer zweimal. Okay. Also brauchen wir, Stein ist ja wurscht, haben wir ja genug. Aber dann brauchen wir ja ganz viel Kupfer. Ich bringe mal kurz noch die Sachen weg und dann gehen wir zurück in die Mine, würde ich sagen. Weil wir entsprechend da halt die Sachen brauchen, ne? Wir sollten, glaube ich, eine Kiste für Lebensmittel machen. Dann wird die hier nämlich richtig leer. Oh ja, Leben. Mittel. Davon haben sich halt dann schon gut angesammelt. So. Tutti frutti, dann geht's ab in die Mine. Wir brauchen nämlich echt viel, ne? Gut, da wären die wieder. Hier muss man echt mittlerweile aufpassen, wo man hinrennt, weil sonst fällt man in ein Loch. Aber ich sehe gerade keine gelben Punkte. Da ist einer.
Dann hätten wir schon mal eine fünfte CD, die wir auch wieder abgeben könnten, da wo dieses Museum da. Guck mal, da unten ist noch was. Gut. Sieht mit Kupfer aktuell wieder nicht gut aus. Auf jeden Fall. Also sehr rar besät. Ah, da ist ein Punkt. Gut. Ah, ich bin schon froh, dass die Axt nicht kaputt geht. Die Spitzhacke. Das sind sehr, sehr wenige gelbe Punkte. Schon wieder im Kreis gelaufen? Krass. Ich sehe gar nichts. Da. Endlich mal was gefunden. Gib mir bitte ein Kupfer. Oder auch zwei. Und keine denkende Dose. Ach. Was für ein Scheiß.
Oh, da. Ach nö, das Ding habe ich doch schon. Ätzend. So was hasse ich. Mann. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man das nicht. Kann es sein, dass das Kupfer wirklich so selten ist? Ah, die Verkaufsbox am Anfang der Höhle war auch nicht da, sonst hätte ich mir das einfach für ein paar Dollar gekauft. Ich meine, ich habe zwar kein Geld, aber dann kommen wir wenigstens schneller und ein bisschen besser voran. Yay, Kupfer. Yay, Kupfer. Yay, Kupfer. Yay, Kupfer. Yay, Kupfer. Und Zinnerz. Noch eins. Noch eins. Oh mein Gott, 10 Stück haben wir. Ein Ledersofa, wie nice. Das ist ja cool. Das finde ich. Ist das immer, wenn das so braun ist, Kupfer? Ja. Oh mein Gott. Ich habe umsonst gesucht, Leute. Die ganze fucking Zeit. Weil ich nicht wusste, dass diese Farbe Kupfer bedeutet. Oh nein. Okay. Hier gibt's auch kein Tutorial oder sowas, ne? Naja, wir haben es jetzt und jetzt wird's alles ein bisschen einfacher. Ich weiß jetzt, dass Kackbraun hier Kupfer heißt. Oder Erde halt. Gut. Ja, okay, es hebt sich schon ein bisschen noch von der Farbe ab. Ist das gerade ein befriedigendes Gefühl, endlich dieses fucking Kupfer gefunden zu haben? Nur weil ich so blöd bin und immer nach den Punkten gegangen bin. Weil ich halt dachte, die zeigen mir sowas. Aber. Cool. Nice, jetzt wissen wir, weiß ich auf jeden Fall Bescheid.
Und ja. Können wir mal kurz aus der Höhle wieder raus und dann zurück in unsere Werkstatt und endlich die ganze Sache ansetzen. Entschuldigung. Schon ziemlich spät, ja. Boah, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir gefühlt 3 Folgen sparen können. Naja, egal. Wären wir jetzt viel schneller vorangekommen, aber so könnt ihr das Spiel und diese Musik und mein hässliches Gelaber mehr genießen. Erz haben und ein geiles Sofa. Dafür haben wir ein geiles Sofa gefunden. Kupfer einschmelzen hier. Nicht alle, aber so. Ja, 10 Stück. Ist erstmal ein gutes Maß. Nein. Oh, ist ja gerade kurz gehangen. Gut. Sortieren mal kurz die Kisten ein, dann gehen wir uns hinlegen und dann beende ich hier auch die Folge und dann machen wir die ganze spannenden Zeug in der nächsten Folge und machen uns weiterhin drüber lustig, wie dumm ich eigentlich war. Gut. Das Sofa behalte ich erstmal mit dem Mutter, dann zum Glück kann man das so endless decken, ey. Ist echt gut. Ich setze mir jetzt einfach erstmal das Sofa hier hin. Cool, cool. Und dann gehe ich jetzt schlafen. Und damit beende ich hier auch die Folge. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.